Jo, liebe Leute, Theo hier und ich begrüße euch zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal. Und zwar hatte ich letzte Woche die schwächsten Power-Ups bzw. die unnötigsten Power-Ups aus Mario. Und heute geht es um das genaue Gegenteil. Heute geht es um die stärksten Power-Ups aus dem Mario-Universum. Außerdem, wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich freuen über ein Abo, denn ich lade hier wirklich täglich geilen Nintendo-Stuff hoch. Und außerdem für alle Abonnenten, die zusätzlich noch einen Kommentar schreiben unter dieses Video, verlose ich ein Nintendo 2 DS mit New Super Mario Bros. 2 im Bundle. Und das Ganze wird am 10.10. aufgelöst, also es ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten überkrassen, overpowerten Power-Up. Das erste Item, was ich euch präsentiere, ist einfach der Stern. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der Theme-Song von dem Stern ist auch einfach nostalgisch und gehört einfach zu Mario dazu. Das erste Mal ist er 1985 in Super Mario Bros. Aufgetreten und war bis jetzt fast in jedem Mario-Spiel vorhanden. Es ist leider nur ein Item bzw. ein Power-Up, was temporär ist und es ist eigentlich nicht so oft zu finden in den Levels. Und es ist wirklich schade, dass nach kurzer Zeit wieder verschwindet, aber Leute, wenn man es hat, fühlt man sich wirklich gottgleich. Man kann einfach alles niedermähen und im besten Falle kriegt man noch ein Leben geschenkt. Und das ist auch der Grund, immer wenn ich einen Stern einsammle, fühle ich mich einfach extrem gehetzt und suche die Gegner, um letztendlich ein paar One-Ups zu kriegen. Aber Leute, eins ist klar, der Stern darf auf jeden Fall in solch einer Liste nicht fehlen. Ein weiteres unfaires Item, kann man fast schon sagen, ist ein bisschen später gekommen und zwar 2006 New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Dort ist es das erste Mal aufgetreten und zwar der Maxi-Pilz. Ja, im Englischen heißt der Mega-Mushroom und der hat mich damals als kleines Kind einfach umgehauen. Als ich das gesehen habe 2006, als das Spiel rauskam, ich hatte es am Tag 1 in meinen Händen, das Spiel, ich weiß es noch ganz genau. Dieser Mega-Mushroom war auch in den Trailern immer überall. Es war einfach ganz präsent. Der Mega- und der Mini-Mushroom waren zwei neue Komponenten von New Super Mario Bros. Und der Maxi-Pilz, also der Mega-Mushroom, ist einfach extrem krass, Leute. Wenn man den erstmal einsammelt, Leute, ist es einfach nicht mehr, man ist nicht mehr zu stoppen. Man ist so riesig, man durchbricht Pipes. Also selbst die Röhren macht man kaputt. Man macht alle Blöcke kaputt und alles, was in dem Weg steht, ist einfach niedergemäht worden. Und dazu war man noch so groß, dass man nicht mal in die Löcher fallen konnte. Also man hatte nicht mal den Fallschaden, beziehungsweise man konnte nicht mal sterben durch eine Schlucht oder sonstiges, was ja beim Stern immer noch die Gefahr war. Aber beim Mega-Mushroom konntest du nicht mal in irgendeine Schlucht fallen, weil du einfach so riesig bist. Also wirklich eines der brachialsten, unfairsten Power-Ups. Das nächste overpowerte, unfaire Item, kann man fast schon sagen, ist aus der Mario Kart-Serie und auch aus dem Super Smash Bros. Universum. Und zwar der Blitz. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn. Also ich hasse ihn wirklich, weil Leute, die ein bisschen gut Mario Kart fahren können, und das, davon gehe ich mal aus, dass ihr gut fahren könnt, Leute, und ihr meistens in den vorderen Rängen mitspielt, dann werdet ihr meistens immer nur getroffen von dem Blitz und schrumpft und seid langsam. Und das Geile ist, umso weiter vorne ihr seid, umso länger seid ihr geschrumpft und seid langsamer und das regt mich immer auf, aber wenn man hinten ist und den Blitz kriegt man leider nur auf dem hinteren Rang und wenn man den dann einsetzt, ist es schon fast unfair. Man ist extrem schnell und man kann wirklich von hinten nach vorne aufholen, weil nach vorne hin sind die halt immer länger geschrumpft, die ganzen Fahrer und deswegen ist das auch ein bisschen unfair. Man kann wirklich von hinten nach vorne aufholen. Wenn man einen Blitz hat und der Abstand nicht allzu groß ist von den anderen, dann kann man sich locker flockig von den letzten Plätzen bis nach vorne schlagen. Also in Mario Kart gibt es wirklich viele Items, schlechte und auch gute. Wenn ihr Bock habt auf meine eigene Liste zu Mario Kart Items bzw. Power-Ups, dann mal einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass ihr Bock drauf habt, dann mache ich's. Das nächste Power-Up ist auch sehr übertrieben stark und zwar Metall Mario. Ihr kennt's alle und das Power-Up ist die Titankappe bzw. die Metallkappe. Aus Mario 64, Leute, es war einfach so ein mächtiges Gefühl, wenn man da durchgelaufen ist und es ist wirklich ein bisschen übertrieben, weil man hat wie mit dem Stern einfach alles niedergemäht und war richtig massiv. Man hat auch richtig dieses schwere Gewicht von Mario irgendwie gespürt. Einfach, das lag auch an dem Aussehen, an diesem verchromten Titan-Aussehen und dazu noch natürlich die Soundeffekte beim Laufen. Und jeder Gegner, den man berührt, der wird einfach weggeschleudert, so mächtig. Also gerade Metall Mario, auch bei Super Smash Bros. Sowie auch bei Mario Kart, fand ich Metall Mario einfach immer übertrieben krass. Das letzte krasse, übertriebene Power-Up für heute ist einfach der Chain Chomp und auch der Kugelwilli aus Mario Kart. Ich habe sie auf dem gleichen Platz, weil sie einfach so gut wie die gleiche Funktion haben. Der Chain Chomp, damals schon bei Double Dash für den GameCube, wo die Babys, Baby Mario, Baby Luigi, das als ihre Super letztendlich hatten und einfach immer dieser Chain Chomp, der sie gezogen hat durch die ganze Map, er hat sie durchgeschleudert, war extrem schnell und alle, die im Weg standen, wurden weggeballert von dem riesen Chain Chomp. Und ich weiß noch ganz genau das Gefühl, wenn man vorne war und man hat hinten nur dieses Bellen gehört. Man wollte einfach nur an den Rand, man hatte Angst, man wollte einfach weg, weil man weiß, da kommt gleich dieses Riesenviech, was einen übermäht. Und genauso ist es auch mit den Kugelwillis, beziehungsweise mit den Bullet Bills jetzt aktuell im Mario Kart. Einfach ein übertriebenes Item, was man einfach zündet und er lenkt für einen extrem schnell, perfekte Kurven, extrem krass und ballert noch jeden dazu weg, der in den Weg kommt, was es einfach zu einem der stärksten Items auch in Mario Kart macht. Ja, Leute, das war's mit der Liste zu den stärksten Power-Ups im Mario-Universum. Es gibt noch mehr übertrieben krasse, wie zum Beispiel den goldenen Tanuki-Anzug und also komische Sachen. Es gibt richtig krassen Shit. Wenn ihr Bock habt auf noch so eine Liste und allgemein mal Bock habt auf eigene Listen zu Mario Kart mit Items, Power-Ups, einfach einen Kommentar oder halt einen Daumen nach oben. Und ansonsten, das Gewinnspiel habe ich am Anfang ja schon erwähnt. Es geht bis zum 10.10. an alle Abonnenten, die einen Kommentar geschrieben haben. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag, Leute. Genießt euren Tag. Ich bin raus. Haut rein. Euer Theo.